Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Food Diary und zwar nicht nur von mir, sondern auch von der lieben Hanna-Lena vom Kanal Hanna-Lena90. Ich war 8 Tage in Sizilien bei meiner Familie zu Besuch und meine Eltern waren auch da und ich habe euch mal gezeigt, was ich gegessen habe. Einige Sachen werden sich oft wiederholen, bis eine Sache wird sich so oft wiederholen. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zu Tag 1. Wir sind gerade angekommen und als erstes gab es eine Granita mit einem Brioche. Granita ist so eine Art Slush-Eis, würde ich so sagen, also so wie ein Wassereis. Und Brioche ist ein Hefegebäck. Man tunkt das Brioche in die Granita und isst es. Und ich hatte hier Fragola, also Erdbeere, und es war super, super, super lecker. Ich liebe Granita über alles und ihr werdet schon im Laufe des Videos sehen, ich habe oft Granita gegessen. Mittags gab es Nudeln mit Bohnen, hat meine Mama gemacht, also so eine Art Eintopf, aber auch ein bisschen Suppe, also so ein Zwischending, so beides zusammen, würde ich so sagen. Abends gab es dann Pizza, Mama hatte keine Lust zu kochen und da haben wir gesagt, okay, wir gehen Pizza kaufen. Ich habe hier eine Pizza Tonno, also mit Thunfisch und roten Zwiebeln. War super, 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 super lecker. Ich träume heute noch davon. Und jetzt gleich sieht man die Pizza von meinem Männlein, also von meinem Freund. Er hatte eine Quattro Formaggi, also eine 4-Käse-Pizza. Und die war auch so lecker. Tag 2. Gleich morgens gab es ein Cornetto. Cornetto ist so eine Art Croissant. Gibt es in verschiedenen Füllungen. Und ich habe jetzt hier mit Schokoladenfüllung. Und Leute, wenn ihr ein Cornetto gegessen habt, ihr wollt nie wieder mehr ein normales Schokocroissant essen, weil das so lecker ist. Und ich war im 7. Himmel. Ungelogen, im 7. Himmel. Danach gab es nochmal eine Granita. Ich habe jetzt hier Pfirsich, weil ich verfressen bin. Und dann nochmal ein Brioche dazu. Und es ist so lecker. Granita, also wenn ihr auf Sizilien seid, müsst ihr auf jeden Fall Granita und Brioche bestellen. Da ist meine Mama Hintergrund. Das ist meine Mami und sie raucht. Also bitte nicht wundern, dass sie im Hintergrund raucht und ich fresse da. Ich habe so viel gefressen, Leute, by the way, oh mein Gott. Und das Geile ist, ich habe 2 Kilo abgenommen. Ja. Danach haben wir Gebäck gekauft. Meine Mama wollte gern Gebäck kaufen. Das ist jetzt hier so eine Art Kekse, könnt ihr sehen, Cantuccini, Küchlein, Kuchen, Torten, alles Mögliche. So lecker. Wenn ich jetzt noch dran denke, ich könnte mich da durchfressen. War super lecker, da hat meine Mama ein bisschen was mitgenommen. Ja, das wollte ich euch auch zeigen. Mittag gab es Salat und gefüllte Auberginen. Das ist halt, man nimmt halt das Innere von der Aubergine raus, mixt es ein bisschen mit Brotsemmel und Parmesan, gibt es wieder rein und kocht es in Tomatensauce. Und das ist so lecker. Das hört sich ein bisschen eklig an oder komisch, aber es ist richtig, richtig, richtig lecker. Ein Traum. Abends gab es Arancini. Arancini ist so eine Art Reisbällchen mit Füllung. Also man nimmt halt Reis, füllt etwas rein. Hier habe ich jetzt Thunfisch. Ich habe gerade einen Thunfisch reingebissen. Und dann wird es halt frittiert und das ist so lecker und ich liebe es. Und hier habe ich nochmal mit Pistazien Käsefüllung. Fand ich ein bisschen weird, aber auch richtig lecker. Och, love it.
Tag 3. Morgens, wir haben bei uns gegessen, also mein Freund und ich hatten eine eigene Ferienwohnung. Da haben wir gefrühstückt, das haben wir auch nicht oft gemacht. Ich habe hier auf jeden Fall ein Stück Weißbrot, Bresaola, das ist so eine Art getrockneter Schinken und das ist das geilste Philadelphia mit Trüffel. Mir ist gerade nicht eingefallen mit Trüffel und das ist so lecker. Und hier ist nochmal der Bresaola. Ich liebe Bresaola, das ist echt lecker. Danach waren wir bei meinen Eltern. So eine halbe Stunde später gab es wieder Granita mit Brioche. Ihr seht, ich esse das oft. In Italien essen viele Leute morgens nichts. Also Frühstück gibt es bei denen nicht. Dafür wird halt Granita zum Beispiel gegessen. In Sizilien ist das zumindest so. Am Mittag gab es Spaghetti mit Tomatensauce, also mit frischen Tomaten und dazu geriebenen Ricotta. Also es ist so ein gebackener Ricotta. Nicht den ihr aus dem Laden kennt, sondern so richtig wie so ein harter Käse. Lecker. Weil ich ja mit dem Essen nicht aufhören kann, gab es nochmal eine halbe Arancini. Danach war auch wieder super lecker und das Ding schmeckt heiß und kalt richtig, richtig lecker. Nach dem Essen gab es nochmal Cornetto mit Vanillefüllung. Was ist das? Vor dem Abendessen gab es wieder Granita, diesmal to go und ich habe mich auf den Boden hingesetzt und gegessen. So, das ist jetzt das Abendessen, wieder halbe Arancini, ein bisschen Käse, Eier, meine Mutter hat Eier gekocht, keine Ahnung, richtig geilen Käse, Tomatensalat und das Weißbrot in Italien ist so lecker. Ich weiß nicht, was sie anders machen, aber einfach nur der Hammer. Und dreimal dürfte raten, was es am Abend gab. Wieder Granita mit Brioschini. Ich bin so süchtig danach. Unglaublich. Und da filme ich gerade mich selbst, wie ich schön esse. Ich dachte, so welche Sequenzen wären auch mal interessant. Warum ich da jetzt an dem Brioche gerochen habe, fragt mich bitte nicht. Ich weiß es nicht. Hauptsache, ich krieg mein Fressen. Piep, piep, piep. Das macht Spaß. Morgens, am Tag 4, gab es wieder Granita und Brioche. Ich hoffe, dass das Video nicht langweilig wird, weil ich die ganze Zeit Granita esse. Aber bei der Hitze tut das einfach nur gut. Das Brioche kann man weglassen, aber egal. Hier probiere ich gerade, das links gerade war mein Papi, hier probiere ich gerade Mandel, also Granita-Mandelgeschmack mit Sahne. Ich muss sagen, ich mag Sahne auf Granita nicht. Das essen viele, mag ich aber nicht. Da könnt ihr es nochmal sehen. War super, sah super aus, weil es halt alles weiß ist. Mittags gab es wieder Granita. Das ist echt eine Katastrophe. Wir waren da auf Tindadi. Tindadi ist halt so ein ganz hoher Berg. Könnt ihr mal googeln und da hatten die nur einen Laden, wo man Granita essen konnte oder generell was essen konnte. Und ich muss sagen, das war nicht so gut. Aber ich wollte es trotzdem mit euch teilen. Jetzt kommt wieder eine schöne Sequenz, wo ich esse. Ich liebe Essen über alles. Deswegen bin ich auch so dick. Mampf, Mampf, Mampf. Mittagessen. Es gab Spaghetti Vongole. Also Spaghetti mit Venusmuscheln. Ich liebe Venusmuscheln. Am Abend gab es Pizza. Ich habe jetzt hier eine Calzone mit Thunfisch,
und rote Paprika-Füllung. Tag 5. Was esse ich? Granita. Und guckt mal, wie schön diese Luftbläschen hochsteigen. Granita mit Brioche. Wie immer. Mittags gab es Bruschetta. War sehr, sehr lecker. Die Tomaten in Italien, Hammer. Danach gab es Schnitzel. Meine Mutter hat Schnitzel gemacht, warum auch immer. War aber auch sehr lecker. Ich liebe Schnitzel von meiner Mami. Als Dessert gab es Mini-Eis. Also das ist halt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die machen halt immer gerne so Mini-Eis-Dinger. Und ich liebe diese Dinger. Och, Kaffee, Kokosnuss, Pistazie, Erdbeer. Abendessen gab es dann nicht mehr, weil wir alle keinen Hunger hatten. Es war alles viel zu viel. Tag 6 hat begonnen mit Granita. Wieder mal. Und einem Brioche. Du kannst morgens wirklich nichts anderes essen. Das Video wird, glaube ich, langweilig sein, aber ich versuche, authentisch wie möglich zu sein und lüge nicht einen vor von wegen, oh, ich habe das und dies und das und tausend Sachen gegessen. Nein, so ist es nicht immer. Abendessen gab es Nudeln mit Auberginen und wieder den Ricotta-Käse. Mittags haben wir nichts gegessen, weil wir keinen Hunger hatten. Das war einfach viel zu warm an dem Tag. Dann noch mal ein bisschen Tomatensalat gegessen. Ist auch bei der Hitze richtig gut. Und Cannoli. Cannoli sind halt so Teigröllchen, die etwas härter sind und mit Schokofüllung. Ich liebe Cannoli. Tag 7 morgens. Ich brauche gar nicht mehr zu sagen, was es gab. Wieder sehr, 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 sehr lecker gewesen. Granita wie immer. Mittags gab es Sardellen und Salat. Ich liebe Sardellen, am liebsten die kleinen. Das war auch super, super, super lecker und da kriegst du die immer frisch. Und als Dessert gab es Eistorte mit Schoko und Kaffee. Füllung, Geschmack. Weil das unser letzter Abend war, sind wir in Essen gegangen. Wir waren in einem Restaurant und die hatten da so geile Pizzen. Hier kommt meine Pizza. Eine Pizza mit Pistazien. Und die war so lecker. Wow. Ich habe lange nicht mehr so eine geile Pizza gegessen. Nein? Was ist das für eine Handbewegung? Kurze Erklärung: Diese Handbewegung heißt richtig lecker. Wusste mein Männlein aber gar nicht, was das heißt. Danach gab es nochmal Granita. Ich weiß. Ich lasse es mal unkommentiert. Der war aber nicht so gut, weil der so fest war. Der war so... Tag 8, der letzte Tag. Ich habe diesmal wieder eine Granita Pfirsich genommen mit einem Brioche. Ich habe dann nur den halben Brioche gegessen. Danach sofort eine Granita
Erdbeer gegessen, weil das der letzte Tag war. Danach gab es Nudeln zum Mittag. Also ich habe Nudeln gegessen am Mittag. Und ja, danach gab es nochmal Granita und das war's. Letztes Mal Granita zu Hause, diesmal. Ja, das fällt gleich um. Moin ihr Lieben, ich bin Katharina vom Kanal Hannalena90 und ich hoffe, es waren ein paar tolle Ideen dabei, was die italienische Küche betrifft für euch. Wenn ihr vielleicht noch ein paar weitere Ideen haben wollt, was man so alles unterwegs essen kann, beispielsweise was man so mitnehmen kann, dann schaut doch gerne bei mir vorbei, denn wie ihr gerade seht, habe ich dazu heute ein Video gemacht und ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos hier auf dem Kanal. Tschüss!